Katzen sind des Deutschen liebstes Haustier und sind sogar noch ein wenig beliebter als Hunde. Jeder Katzennarr wird das nur zu gut verstehen können, sind die Samtpfoten doch wirklich etwas ganz Besonderes. Wer noch keine Katze hat, sich aber schon länger mit dem Gedanken anfreundet, eine Fellnase zum Mitbewohner zu machen, sollte sich dabei aber nicht nur von der Niedlichkeit der Miezekatze begeistern lassen, sondern wirklich gut überlegen, was der Einzug einer Samtpfote tatsächlich bedeuten kann. Welche 10 Gründe es deshalb gibt, warum du keine Katze haben solltest, erfährst du im folgenden Video. Nummer 1. Dauerhafte Änderungen. Nur weil es heißt, dass eine Katze recht eigenständig unterwegs ist, heißt das noch nicht, dass sie unabhängig von dir ist. Tatsächlich haben Katzen zwar kein Problem, auch einmal mit sich selber beschäftigt zu sein, so ganz auf menschliche Zuneigung verzichten können sie dann aber auch nicht. Unabhängig von der Rasse, wobei es hier auch besonders menschenbezogene Exemplare gibt, fordern Katzen ihre Zeit zu zweit ein und werden unglücklich, wenn sie von ihren Haltern permanent ignoriert werden. Auch dein Tagesrhythmus wird sich durch den Miezeneinzug stark verändern. Das gilt umso mehr, wenn du eine Einzelkatze kaufst und diese dann den ganzen Tag alleine verbringen soll, wovon wir in den meisten Fällen übrigens ganz klar abraten. Überlegst du also, eine Katze bei dir einziehen zu lassen, darfst du diese Punkte auf keinen Fall außer Acht lassen. Und ebenso wenig darfst du vergessen, dass eine Katze dir durchaus einen Strich durch den ein oder anderen Urlaub machen kann, sofern nicht adäquater Lieblingsmenschersatz für diese Zeit vor Ort ist und sich um sie kümmern kann. Nummer 2. Eine Katze kostet. Jetzt wirst du vielleicht sagen, die Kosten interessieren mich nicht. Hauptsache, meine Katze ist gesund und glücklich. Oder aber, so viel kann es ja eigentlich nicht sein. Aber unterschätze diese Faktoren bitte auf keinen Fall. Wir reden hier nicht nur davon, dass deine Mieze öfter mal zum Tierarzt muss und auch nicht von den Anschaffungskosten, die vor allem bei Rassekatzen schnell höher ausfallen können als erwartet. Auch die Ausstattung, das Futter und die Einstreu sowie das Spielzeug kosten Geld. Und je nachdem, für welche Dinge du dich hier entscheidest, können die monatlichen Kosten schnell ein wenig höher ausfallen, als du gedacht hättest. Darüber hinaus können schwere Krankheiten oder Verletzungen samt Not-OPs viele tausend Euro verschlingen. Ein Umstand, der nicht wenige Tierbesitzer schon in echte Finanznöte gebracht hat. Leider nicht selten mit dem Ende, dass eine Katze nicht zuletzt wegen der vermeintlich zu hohen Behandlungskosten eingeschläfert wird. Nummer 3. Eine Katze macht Dreck. Katzen sind zwar sehr reinliche Tiere, aber so ganz ohne den ein oder anderen Flecken und natürlich Haare wird deine Wohnung definitiv mit dem Einzug einer Katze nicht mehr sein. Auch wenn die Mieze quasi immer aus dem Ei gepellt ist, heißt das noch lange nicht, dass nicht Futter neben dem Napf landet, Wasser in der Wohnung verteilt wird, Haare auf Sofa, Bett und Kleidung landen und natürlich auch mal der ein oder andere hochgewirkte Haarballen oder sogar mal ein Häufchen auf dem Teppich landen. Katzenhalter kennen das und nehmen das ihren Fellnasen auch meistens nicht übel, wenn es auch Schöneres gibt, als diese Dinge zu beseitigen. Sei dir also sicher, dass dich solche Unfälle nicht unvorbereitet treffen, denn sie gehören zum Leben mit einer Katze dazu und können uns durchaus schon einmal an den Rand unserer Ekelschmerzgrenze bringen. Nummer 4. Zerkratzte Möbel. Katzen müssen regelmäßig ihre Krallen wetzen, möchten klettern, springen und entdecken. Dafür gibt es Kratzbäume, die von den meisten Katzen auch sehr gut angenommen und dann auch ausschließlich dafür genutzt werden. Zudem lernen die meisten Katzen sehr schnell, dass Sofatisch und Co. keine Alternative zum Kratzbaum darstellen, halten sich aber dennoch vielleicht nicht immer an deine Hausregeln. Das heißt letztendlich, dass du dich sehr wahrscheinlich damit anfreunden musst, dass dein Mobiliar den ein oder anderen Kratzer abbekommen wird. Bist du dir nicht sicher, dass du damit leben kannst, solltest du auch den Einzug einer Miezekatze überdenken. Das gilt insbesondere dann, wenn der Vierbeiner in einen Mehrpersonenhaushalt adoptiert wird und nicht alle Personen gleichermaßen begeistert von der Anschaffung des Tieres sind. Würde bei euch der große Streit ausbrechen, wenn du die Katze ins Haus holst und die heilige Couch deines Mitbewohners zerkratzt wird? Solche Dinge müssen unbedingt vorab geklärt sein. Nummer 5. Schnurrendes Stofftier?
Eine Katze ist ein Lebewesen und nicht etwa ein niedliches, schnurrendes Stofftier, mit dem du dich beschäftigst, wenn es dir gerade in den Kram passt oder das du hast einziehen lassen, weil die lieben Kleinen dir in den Ohren gelegen haben. Katzen bedeuten viel Verantwortung und das für viele Jahre. Katzen bedeuten demnach ebenfalls, dass du dich ebenso um sie zu kümmern hast, wie du es um dich oder deinen zweibeinigen Nachwuchs tust. Dazu gehört übrigens auch, dass du mit ihr regelmäßig zum Tierarzt fährst, dass du dich um sie kümmerst, wenn es ihr schlecht geht und dass du dir in einigen Fällen ein dickes Fell zulegen musst, weil dir das wirklich an die Nieren gehen kann. Siehst du dich dazu nicht in der Lage, verzichte bitte auf den Einzug einer Samtpfote. Nummer 6. Das fünfte Rad. Viele Katzen wollen immer und überall dabei sein und das heißt möglicherweise, dass sich deine exklusive Privatsphäre damit erledigt hat. Katzen schrecken auch nicht davor zurück, ihren Haltern aufs Klo zu folgen und mit dem Klopapier zu spielen oder einfach nur sehr interessiert neben der Toilette zu sitzen und den Halter anzustarren. Darüber hinaus sind Katzen Tiere, die ihren Lieblingsmenschen häufig auf Schritt und Tritt folgen, sich gerne auf Bücher, Fernbedienungen und Computertastaturen legen und kurzum hierfür einiges an Chaos sorgen können. Katzenhalter kennen das und wissen, wie sie damit umzugehen haben und haben in der Regel damit auch kein größeres Problem. Wenn das für dich jedoch zu einem solchen werden kann, dann überleg dir bitte das mit dem Katzeneinzug noch einmal. Nummer 7. Katzen sind Fleischfresser. Vielleicht bist du Vegetarier oder auch Veganer und demnach kein Fan von Fleisch und Fisch, was deine Katze natürlich ganz anders sieht. Denn sie braucht jeden Tag ihre Portion Fleisch oder Fisch, die für ihren Organismus und ihre Gesundheit lebenswichtig sind. Was dagegen nichts auf dem felinen Speiseplan verloren hat, sind Getreide, Nüsse, Obst und Gemüse, da diese einfach nicht natürlich für Katzen sind. Hast du ein Problem damit, deine Katze artgerecht, also mit Fleisch und Co. zu ernähren, ist eine Samtpfote nicht das richtige Haustier für dich und wird es dir auch nicht danken, wenn du versuchst, sie von deiner Ernährungsweise zu überzeugen. Nummer 8. Eine Katze kann ein Spiegel sein. Nicht nur Hunde und ihre Halter ähneln sich nach einiger Zeit, sondern auch Katzenhalter und ihre Miezen. Tatsächlich kann es vorkommen, dass sich Zwei- und Vierbeiner spiegeln und sich Verhaltensweisen voneinander abschauen. Wenn alles harmonisch abläuft, ist das nicht wirklich ein Problem. Bist du aber ständig mürrisch und griesgrämig oder gibt es bei euch im Haus ständig Streit, Gebrüll und knallende Türen, wird sich das nicht nur auf deine Katze übertragen, sondern sie auch maximal stressen und dazu führen, dass sie Verhaltensstörungen entwickelt und folglich auch nicht mehr der vielleicht erhoffte Ruhepol wird. Anstattdessen folgen Rückzug oder gar Aggression den Zweibeinern gegenüber. Und dann hat weder die Katze etwas davon, bei dir eingezogen zu sein, noch wirst du glücklich mit der Entscheidung sein, sie ins Haus geholt zu haben. Denn eine Katze, die keinerlei Interesse hat, mit dir zu interagieren und sich ständig verzieht, macht zwar genauso viel Arbeit wie ein Schmusetiger, aber ohne die erhofften zugehörigen Positivaspekte. Nummer 9. Katzengeschenke. Freigänger bringen dir gerne Geschenke und diese sind in der Regel mausetot und anatomisch aufbereitet, also bereits vor der Haustür in ihre Einzelteile zerlegt. Ein schöner Anblick ist das nicht und kann uns schon mal vor die ein oder andere Herausforderung stellen. Und die in ihre Einzelteile zerlegte Maus muss anschließend natürlich auch weggeräumt werden. Und rate mal von wem. Nummer 10. Du hast bereits Katzen. Katzen sind nicht nur menschenbezogen, sondern auch territorial. Das heißt, dass sie andere Katzen nur schwerlich neben sich dulden, da diese zunächst nichts anderes sind als potenzielle Eindringlinge in ihrem Revier. Von der Tatsache, dass sie den Lieblingsmenschen kapern, einmal ganz zu schweigen. Besonders haarig wird das, wenn du eine ältere Katze hast, die vielleicht sogar in Einzelhaltung bei dir lebt und demnach auf dich fixiert ist. Bringst du eine neue Katze nach Hause, kann es mächtig Zoff geben. Katzen sind zwar nicht von Natur aus Einzelgänger, viele werden aber über die Zeit dazu gemacht. Und wenn du ein solches Exemplar zu Hause hast, kann es passieren, dass es nahezu unmöglich wird, eine weitere Katze dazuzuholen. Willst du jetzt noch wissen, warum unsere Katzen häufig sogar dann beißen, wenn sie uns eigentlich lieb haben? Dann klick auf das linke Bild, um es zu erfahren. Und wenn du wissen willst, welche 8 komischen Dinge wirklich nur Katzenhalter verstehen können, dann klick jetzt auf das Bild rechts.